Ich bin's, das Kätchen. Und das ist die Wilhelmsschleuse. Sie ist Teil des Wilhelmskanals, der 1821 durch König Wilhelm eröffnet wurde und heute vom Inselhotel über die Experimenta bis hin zum Neckarbogen reicht. Von der Kranstraße aus kannst du hin und wieder beobachten, wie sie von Bootsfahrern bedient wird. Oder es einfach selbst machen, bei einer Bootsfahrt auf dem Neckar.